Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da seid, noch besser, Mr. McWaith. Ich musste danach graben, aber ich habe Eisen für euch gefunden. Genügt euch das? Auf jeden Fall. Gebt mir etwas Zeit und ich werde etwas Nützliches für euch fertigen. Wartet's nur ab. Ihr werdet begeistert sein. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McWaith. Mr. McWaith, wie schön, euch zu sehen. Wie es der Zufall so will, habe ich etwas für euch. Nur eine Kleinigkeit, aber hoffentlich nützt sie euch. Ihr habt meinen Dank, Mrs. Heaton. Nein, mein Freund, ihr habt meinen. Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Gut, können wir machen. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McWaith. Einen guten Tag wünsche ich euch. McWraith, der Verbanner, ihr seid zurück. Wie geht's, Mr. McCarthy? Euer altes Leben ist schon längst in Vergessenheit geraten, vermute ich. Nicht in Vergessenheit geraten, nein. Die Erinnerungen bleiben, aber sie tun nicht mehr weh. Ich kann mein Zuhause vermissen, ohne zurückzuwollen. Ich bin Ire, wusstet ihr das? Ging recht jung nach London. Schloss mich ein paar Taschendieben an. Die Wet Boot Boys. So haben wir uns genannt.
Jedenfalls war ich da eine Weile. Ein paar der Jungs wurden gehängt. Andere haben die Falschen beklaut und landeten im Fluss. Aber ich konnte gut rechnen. Hab Arbeit in einem Kontor gefunden. Das war gut. Oder zumindest gut genug. Aber alte Gewohnheiten wird mir nur schwer los. Einmal ein Dieb. Nun, jetzt seid ihr hier. Ja, und das war ein Neuanfang. So soll es auch bleiben. Neue Welt, neuer Arthur. Wie stehen die Dinge? Wie geht es Nelly? Ihr geht es gut. Alles ist gut. Witzig. Ich hatte nie eine Schwester. Ja, jetzt habe ich wohl eine. Nelly ist lieb und gutherzig. Sie urteilt nicht über andere. Für sie ist die Vergangenheit vergangen. Ich kann ihr gar nicht dankbar genug sein. Sie ist meine Familie in dieser neuen Welt. Ich höre mich schon an wie ein altes Fischweib. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Lebt wohl, Verbanner. Eure Lordschaft, ihr seid zurück. Wie wunderbar. Credence Scudder, ihr spielt immer noch den Dummkopf. Wer? Ich, eure Lordschaft? Ich doch nicht. Na gut, na gut. Den Menschen gefällt das. Beloved ebenfalls. Und der Plan erfordert es. Jed ist weg und wir gehen nach Westindien, um dort eine Plantage zu kaufen. Habt ihr genug Geld? Habt Vertrauen, Mr. McGrath. Das Ende kommt früh genug. Also machen wir das Beste draus. Da kommt mir... Ich habe Arbeit für euch. Verbannerarbeit. Wir möchten ein Denkmal errichten. Für Jed, möge er in Frieden ruhen. Auf dem Friedhof. Aber im Wald dort wimmelt es von Schemen. Ihr habt den gestohlenen Sold im Wald am Friedhof vergraben, nicht wahr? Habt ihr mich schon wieder erwischt, Mr. McGrath? Neben einem Baum in der Nähe vom Erdrutsch. Aber Geld ist Geld, oder? Vielleicht werde ich es tun. Vielleicht werde ich das Geld behalten. Vielleicht solltet ihr den ganzen Plan nochmal überdenken. Guten Tag, Mr. Scudder. Gott segne euch auch damit, mein Herr.
Die Leiche zielt auf uns. Zeigt ihnen, dass sie sich nicht mit Verbannern anlegen sollten. Drecksau! Beweg dich, Red. Hallo, verdorbenes Unkraut. Der gestohlene Sold. Credence kann ihn wiederhaben. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Schnell und treffsicher. Gute Arbeit.
So, habt ihr mein Geld? Ich habe es, ja. Und ich behalte es. Einwände? Ihr... Ja, ich habe Einwände, aber ihr seid wohl nicht in der Stimmung, sie zu hören. Nun gut, diese Runde geht an euch. Bravo, alter Halunke, bravo. Kate, euch auch einen guten Tag. Freut mich, dass ihr wieder hier seid. Red McWraith, was kann ich für euch tun? Ihr seht besorgt aus. Belastet euch etwas? Ja, ihr, Evelyn. Ihr habt uns um einen guten Doktor gebracht. Es war keine Entscheidung, die ich gern gefällt habe. Oder leichtfertig. Ich helfe, wo ich kann. In Fort Jericho gibt es vielleicht Medizin. Ihr könntet uns welche bringen. Wenn Sie dort auf etwas verzichten können, werde ich das tun. Wie geht es eurer Schwester? Sie ist weg. Als ich allen von ihren Taten erzählte, blieb ihr nichts anderes übrig, als zu gehen. War es klug, die Wahrheit zu berichten? Die Wahrheit ist gefährlich, vor allem für denjenigen, der sie verbreitet. Aber der Schnitt war sauber, das Geschwür wurde entfernt. Ihre Lügen können uns keinen Schaden mehr zufügen. Werdet ihr euch mit ihr versöhnen? Das kann ich euch nicht sagen. Sie hat Freunde und Nachbarn wissentlich in den Tod geschickt. Ich rede mir ein, dass sie mir das nicht angetan hätte. Wissen werde ich das nie. Wir sollten uns endlich über Deborah unterhalten. Ja, da habt ihr recht. Woher kennt ihr euch? Das werde ich euch nicht beantworten. Es war der wichtigste Moment meines Lebens. Worte können ihm nicht gerecht werden. Trotz meiner Trauer sollt ihr aber eines wissen. Eine Weile lang legte ich meinen Kopf in Deborah Comenius Schoß. Und dafür bin ich für immer dankbar. Was ist mit ihr passiert? Pennington warf ihr Hexerei vor. Angeblich hätte sie grauenvolle Dinge getan. Viele ergötzten sich daran. Sie war gerissen. Sie war frei. Sie feierte die Wahrheit. Die Wahrheit des Geistes und des Herzens. Für einige war sie eine gottlose Sünderin, aber für mich war sie der göttlichste Mensch von allen. Wir haben ihren Geist gesehen, als wir die Bestie erlegten. Habt ihr sie seitdem gesehen? Gott sei Dank nicht. Das würde mein Herz nicht verkraften. Könnte das denn noch passieren? Ich glaube nicht, dass sie euch ängstigen wollte. Sie wird euch vermutlich nicht mehr belästigen. Sie hat andere Sorgen. Solltet ihr Deborah je verbannen müssen, tut es geschwind. Lasst sie nicht lange leiden, um ihretwillen und um meinetwillen. Auf Wiedersehen, Jägerin. Ich bin gespannt, wie sich die Dinge unter eurer Führung zum Besseren wenden. Danke, Red. Passt auf euch auf.